And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Los geht's, sind wir ein Stückerl angefahren. Und heute Monte Piano Piana, haben wir ja schon gehört. Und jetzt ist erstmal großer Stress, weil alles runtergepackt werden muss. Und natürlich möglichst schnell ein Stück rauf, damit wir hier aus dem Schattenloch rauskommen. Boah. Und in die Sonne rein. Das ist ein bisschen so eine Secret-Tour. Wir haben es schon mal gemacht, aber ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Warum auch immer, weiß ich nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es heute zum dritten Mal. Die Alina filmt das, weil die Auffahrt verboten ist. Aber die Abfahrt nicht. Also das ist wirklich skurril, ja. Raufschieben, runterfahren. Warum? Alles Asphalt. Es ist Privateigentum bis zum Refugio. Und da ist so ein Transfer mit so Jeeps, Defenders eingerichtet. Und da darf nur der Wirst selber fahren, kein Radler. Wenn er dich erwischt, dann kriegst du den Katz. Aber schieben darf man. Schieben darf man. Also wir haben es schon gemacht, wir haben immer vorbeigeschoben. Er hat verdutzt geschaut, kann ich sagen. Und dann drei Leute ist dann wieder... Eigentlich Italien, kein Fahrverbot für Bikes und kommen einwandfrei fahren. Und jetzt bin ich echt gespannt, ja, was auf uns zukommen wird. Lago di Misurina oder auch Misurina-See. Sehr deutsche Sprache. Das ist mega, das ist echt wunderschön. Was da los ist, weil da nur jetzt wieder 13 gefahren sind, weil normal ist da ja wirklich Hochkultur. Ja. Zwei Fettbiker sind da, wenn kein Fett trinken. Stimmt. Die warten auf den Winter. So, auf den Berg da vorne, wo man die Straße raufgehen sieht. Geht's jetzt rauf für uns. Ich freue mich schon voll, sieht voll gut aus und bin schon gespannt, weil man ein Stückchen abklettern muss nachher anscheinend. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ihr seht, hier herrscht Fahrverbot, deswegen wird vorbildlichst geschoben. Schaut euch die epischen Herbstfarben an, es ist einfach nur wunderschön. Und hier ist übrigens so ein kleiner Abzweiger von der eigentlichen Straße, deswegen sind wir jetzt mal mutig. Es ist echt mega heute, ne? Wow. Die Farben einfach. Und hier ist die Felsenabzeichnung. Also wirklich krass da, ja. Genau, das ist jetzt eigentlich die ursprüngliche Militärstraße auf Monte Piana. Von der südlichen Seite. Da ist jetzt kein Jeepverkehr. Da kann man sich das leisten zu treten, weil da oben wird dann wieder geschoben, weil es sicher nicht ist. Ihr seht, da wird sich wirklich brav dran gehalten, außer halt bei diesem Abzweiger, wo aber das Auto nicht fahren kann. Ich liebe euch heute wirklich gut drauf, weil die verstehen nicht Spaß. Also es ist überhaupt kein Thema in die Nähe fahren, aber da auf ist für die ein No-Go. Also da bricht der Witz. So, da haben wir es. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei. Nein! Nein, drei Zinnen. Ja. Das ist ein riesiger Parkplatz. Also gratis ist da oben gar nichts. Und man sieht aber auch nicht, dass aufgeforscht, aber es ist halt echt viel los. Also sind wir lieber hier. Ja, sind wir lieber da. Das ist ja das coole an Monte Piana Piano, dass man wirklich eine Rundumsicht hat, Süden, Norden, Osten, Westen und total sehr Ruhe. Außer halt der Wirst halt, der was dir da schlag. Aber ab dem Refugio kreist die Welt wieder dir. Leben am Limit. Was sagt ihr zum Panorama? Ist okay, oder? Da unten Misurina-See und da drüben unsere nächsten Tour, aber erst fürs nächste Jahr. Und hier die letzten Meter auf der Todesstraße. Es ist wie im Leben als Schicksal. Man weiß nicht, wann es kommt, aber man weiß, dass es kommt. Das ist mit dem Wirst. Also, man herrscht dann kaum mit ein bisschen Wind, aber irgendwann ist er dann da, der Defender. Und dann schaut wieder Kühlergrill und so ein Wirst mit so einer furchten Haut, so einer Lederhaut und ist vorbei. Vorbei einfach. Das war's mit der Karriere. Deswegen schieben wir. Noch vom Krieg, vom Ersten Weltkrieg. Echt krass. Das ist schon irgendwie, ja, mahnend irgendwo. Ziemlich, ne? Vor allem, wenn man dann oben angehört von Monte Piana auf dem Piano, die ganzen Schützengräben und alles, ist es einfach unvorstellbar, was da geleistet worden ist. Hier oben wird gerade noch fleißig fotografiert. Aus den Skoda-Werken aus Thesen haben wir gerade gelesen.
I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Jetzt gibt es einmal Panorama-Rundshow. Hier drüben, Sen ist Scharte, haben wir schon gerade gehört. Hörenstor, schau, guck mal. Und wie sind denn eigentlich? Sen ist Fahne, Stich, Mäus, Druck ist ein Wahnsinn da, ja. Hallo. 13, ne? Ja, hier oben hat man jetzt mega Blick auf die drei Zinnen, aber auch auf die Gräben vom Ersten Weltkrieg. Und es ist ja alles komplett aus dem Fels rausgeschlagen worden. Und es war ja nicht immer so fein warm wie gerade heute. Also. Ist ja Wahnsinn, ja. Und alles ausgemauert da hinten. Furchtbar, ja. Also echt furchtbar, ja. Das ist ein Freilichtmuseum da rum. Da sind alles zur Tafel, wenn einer aufkommt. Da kann man sich orientieren mit einer Karte davor. Und dann kann man das angehen. So, Friedensweg ist ganz cool gemacht. Aber da muss man fast einen Tag einplanen, weil das ist ewig das Gebiet da oben. Also. Ja, da oben ist zum Beispiel Nummer 16. Und ein Tipp, wenn es im Sommer ist, nehmt doch genug Wasser mit auf, weil der Berg ist komplett trocken. So, woher? Ja, hier sieht man jetzt vielleicht noch ein bisschen besser, was da tatsächlich alles geleistet worden ist. So, meine Lieben, da geht es wieder durch. Renzer Tal, das war der 108er, der ist ebenfalls fahrbar. Und den könnt ihr dann kombinieren mit unserer 13er-Tour im Unterbereich. Müsst ihr aufpassen, ist teilweise richtig absturzgefährdet. Die Wicke hat bald einen richtigen Abgang gemacht. Und fährt sich echt super. Und vor einer Touristensteig ist ähnlich. Man muss ein Teil ein bisschen schirmen, weil er versichert ist. Und wir fahren jetzt den Pionierweg, also mein Favorite, weil der, wie gesagt, am Nachmittag Abendlicht ist. Und halt mega Blick auf den Dürrensee hat. So, da geht's jetzt entlang für uns. Und ihr seht, es geht dann relativ steil runter. Aber unten ist ein geiler See. Wie heißt der? Dürrensee. Da kommen wir hin, oder? Genau, da kommen wir hin. Meine Meinung ist, dieser Pionierweg ist, wie gesagt, mein Favorite da. Aber er hat ein paar Stellen drin, was wirklich tricky sind. Also, ich habe jetzt nicht die Höhenangst, aber sie sind halt einfach echt blöd. Passt auf, steigst früh genug an, weil 60 ist da. Sie steigt unfreiwillig an. Also hier war die Kaiserjäger-Kommandozentrale und da geht
der Stollen komplett durch den Berg durch. Da hätte man von oben auch durchgehen können, anstatt da außen rum, was ihr jetzt gerade auf der Drohne gesehen habt. Und hier hängen sogar noch die Stromleitungen und alles drin. Da steht es auch nochmal, Ex-Kommando Kaiserjäger. Und ja, echt krass. Ja, das sieht man. Geil. Hier ist ein Praktikum. Soldatenfriedhof. Österreich-Ungarn. Check, no shit is wet.
trust you, I find out you try to zone. I'm number one up on that. So, ist unsere Klettereinlage für heute. Damit wir es nicht verlernen. Damit wir es auch nicht verlernen. Aber heute mal ohne Eis, dann geht das Ganze schon besser. Und, oh. Ja, ganz leicht ist es auch nicht, weil das Seil so schlapp wird. Nein. Also das schwache Seil, wie kann man dann helfen? Weil ich glaube, mit ihren Haxen kann ich gar nicht mehr. Da siehst du mal, dass ich diesmal gezaubert habe. Echt? Brauchst du Hilfe? Na, geht schon. Yes. Super. So, die Petra steigt jetzt da nochmal auf und hört das Radl von der Vicky, weil diese Absätze sind riesig, also da kämpfen wir schon, es sind teilweise so Meterstufen drinnen. In Summe sind es zwei Kletterpassagen, wie er da Seil versichert, was also für mich nicht mehr vorbei sind und weiß nicht, da muss echt gut sein. Und da muss man ansteigen, also durchsteigen halt, ist auch gescheiter. Genau, dafür wird man mit einem super Panorama belohnt, weil da keine Latschen sind. Ja, da macht das recht elegant, die hat da schon Übung. Und da unten ist sie. Und dann geht der Trail eigentlich wirklich super smooth weiter. Also immer sagen, von der Schwierigkeit ist auch so eine S2-Geschichte. Ja, außer die paar Spitzkerne, oder? Die paar Spitzkerne vielleicht, so ein S3er-Dirm, ja. Darauf, wie feucht das ist. Und halt natürlich, wer es sieht, wenn ich mal stehe, wenn man da alles so schaut, also die Stühlen sind wirklich ausgesetzt. Also das ist ganz schön tricky. Da braucht unser Wiki, kein das Bein. Und tut die komplette wieder. Und da unten seht ihr noch mit dem See, langsam fristen jetzt der Schatten. Die Sonne geht jetzt unter, das schaut eh ganz cool aus auf der GoPro. Und bei uns schlängelt das jetzt der Trail an euch eigentlich mega typisch Militäranlage. Und wir kommen dann vom See eigentlich am Nordufer rauf, fahren dann hinten aufs Südufer und dann die Bahntrassen zum Auto und da hinten haben wir geparkt. Yeah.
Also, da sind wir jetzt gerade runter. Da ganz oben seht ihr das Kreuz. Da war dann das, wo man kurz abtragen musste. Und dann ganz darüber. Zum Schluss haben wir dann noch den Schotterkegel gequert und unten wieder zurückgequert. Sieht nicht so aus, als ob man den Berg gut fahren könnte, oder? Ja. Mal sehen. Schaut mal voraus. Jetzt Monte Cristallo und Cristallo Schaff. Bin ich richtig? Ja. Geil, oder? Ja. Und da sind wir wieder zurück. Hier wird noch geschmust. Egal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und die Brille beschlägt noch vor lauter Anstrengung. Das ist echt kalt. Okay. Ja, da unten ist auch kalt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert, klickt die Glocke, damit ihr nichts von uns verpasst. Und hier seht ihr nochmal, da kommen wir her. Und da sind wir rauf vorher.